Hallo und herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Der Hals ist ein bisschen besser, die Nase auch. Ich hoffe, ich halte das Video durch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Okay, was haben wir heute? Heute haben wir von der Firma K-Box eine Harley Davidson, ein 1:5 Motorrad. Jawohl. Ihr guckt euch jetzt ein paar, es sind nicht viele, weil es sind nur 4 Bauabschnitte. Ihr schaut euch jetzt ganz kurz ein paar Bauabschnitte an, Fotos vom fantastischen Endprodukt. Und dann sage ich euch, ob das Ding auch sein Geld wert ist. Bis gleich. So, mitten im Bauabschnitt 1, besser gesagt hier bei K-Box, sind ja immer 2 Bauabschnitte in einer Tüte. Also Bauabschnitt 1 und 2. Okay, was ich euch zeigen will, ist A, erstmal viele, 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 viele verchromte Teile von, glaube ich, sehr guter Qualität. Aber eine Sache, und zwar, ihr seht, Pinne sind viel in Grau. Die doppelt lang, die drei Länge sind nicht mal schwarz, die sind hier auch grau. Die Achs-Pin-Konnektoren, wo ist er? Hier. Die sind im Set. So. Jetzt würde theoretisch, ihr seht die Kette, genau. Und zwar, wenn er an der Achse dreht, die steckt hier in dem Liftarm mit diesem Pin, der ist leider sehr schwergängig. Ja, also ich habe ihn jetzt hier ausgetauscht gegen den Non-Friction-Pin, gegen den beigen, damit sich das überhaupt dreht. Sonst wird sich das hier hinten gar nicht drehen. Also habt mindestens mal einen beigen Pin parat oder einen Non-Friction-Pin, damit es sich hier unten dreht, weil sonst ist da so viel Spannung drauf, dass das Zahnrad, oder besser gesagt die Kette, sich überhaupt nicht bewegt. So, der Bauabschnitt 1 aus den Tüten 1 und 2 ist erledigt. Und ja, bis auf dass ihr da unten den Non-Friction-Pin einsetzen müsst, gibt es, glaube ich, keine Besonderheiten. Wie gut die Kette laufen wird oder ob uns die nicht reißt, aufgrund zwischen den beiden Liftarmen eingeklemmt zu sein, wir werden es sehen. Ich bin kein großer Freund dieser Ketten, das wisst ihr. Aber klar, die meisten Motorräder haben einen Kettenantrieb. Naja, wir werden sehen. Die Anleitung ist nicht besonders gut, muss ich ehrlich sagen. Man sieht oft überhaupt nicht gescheit, wo man es hinstecken muss. Man muss so ein bisschen raten oder ja, man von den Abständen ist dann irgendwo schon klar, wenn die Zahnräder ineinander fassen sollen. Aber ja. Aber die Chromteile sind super, absolut. Okay, nicht viel Besonderes, muss ich ein bisschen konzentrieren beim Bau, ein bisschen gucken. Und wie gesagt, ob das Ganze funktioniert, werden wir hinterher sehen. Bauabschnitt 2 ist auch erledigt und ihr seht, wir haben eigentlich den ganzen mittleren Block hier. Motor, Getriebe, ist alles soweit fertig. Haben schon die ersten Anbauteile dran. Jawohl. Die Chromteile sind von fantastischer Qualität. Die sind richtig schön, sehen auch richtig schön aus hier. Die Motorblöcke von unserem Vierzylinder oder die, ja, wisst was ich meine. Richtig cool, richtig cool. Wie gesagt, ob es funktioniert, weiß ich nicht. Aber da das hier allein schon vom groben Gold her ein reines Display-Set ist, denke ich, werden die geneigten Harley-Fans trotzdem glücklich sein, auch wenn die Kette da unten vielleicht nicht mitläuft. So, Bauabschnitt 3 von 4. Also ich habe mich getäuscht. Ich habe gedacht, da wäre 3 und 4 in einer Tüte und 5 und 6. Also sind nur 4 Bauabschnitte. Einer fehlt noch. Okay, das sieht richtig cool aus eigentlich. Ich finde, das hier ist gar nicht so schlecht gemacht. Weiß ja nicht, ob man das vielleicht oben auch weiter mit Systemsteinen hätte verkleiden sollen. Aber es ist okay. Die Goldteile hier, die Gabeln sehen richtig gut aus. Federn auch schön ein, kann man nichts sagen. Die Goldteile sind von super Qualität. Ich glaube allerdings, alles was Gold ist, habe ich nochmal in dem Set als Roségold, so wie das aussieht. Also mal gucken, wenn ich fertig bin, aber so wie es aussieht. Weil ich habe die hier nochmal drin, da sind sie Roségold. Und da ist nochmal eine Extratüte mit Steinen, die Roségold ist anstatt Gold. Vielleicht kann man den in zwei Farben, oder kann man das Motorrad in zwei Farben aufbauen. Okay, wir haben die Hinterachse eingebaut.
Federung sitzt hier ein bisschen, ja, seltsam. Auf der anderen Seite fehlt sie noch, aber sie federt immerhin. Nicht wie letztens bei dem Moleking-Auto, wo das Ding nur Dekoration war und keine Feder innen drin war. Aha, irgendwas fällt um. Okay, Motorblock finde ich immer noch ziemlich cool. Allerdings, und jetzt kommt eins, der Designer oder der die Anleitung gemacht hat, der gehört, eieiei. Da, wo ich herkomme, würde man sagen, geteert und gefedert. So, und zwar, ihr seht die Kette. Und die Kette müsst ihr so anbringen, wenn das hier schon alles montiert ist, das heißt hier hinten rum, und dann müsst ihr hier vorne irgendwie durch, um das graue Zahnrad. Super, oder? Ja, genau. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich gestern geflucht habe. Ich glaube, ich habe 20 Minuten mit zwei Pinzetten gebraucht, um das Ding durchzuziehen, ohne dass die Kette reißt. Wir können ein bisschen hin und her fahren, aber das Getriebe hier drin funktioniert nicht gescheit. Wir haben hier immer Friktion drauf, selbst wenn ich im Leerlauf bin. Das heißt, wenn man richtig schiebt, würde die Kette reißen. Also meine Vermutung, dass das hier ein Standmodell sein wird, ein Displaymodell, ist vollkommen richtig. Das Getriebe funktioniert nicht gescheit. So, ihr habt die kurzen Takes gesehen und die Bilder vom finalen Produkt. Gehen wir es mal kurz durch. Modellnummer ist 10514, musste ich jetzt kurz gucken, steht auch nicht vorne drauf. Wir haben 2111 Bauabschnitte. Hier haben wir das fertige Produkt. Ich drehe es gleich ein bisschen oder halte es euch ein bisschen in die Kamera rein. Wenn nicht, ihr habt die Bilder gesehen. Okay, gehen wir mal durch. Anleitung aus der Hölle teilweise. Also A, super klein. B, nicht immer Pfeile, also man tappt da teilweise wirklich so ein bisschen im Dunkeln, man weiß nicht genau wohin. Die Anleitung ist zu klein, zu ungenau, einfach nicht besonders gut. Hat mir gerade Probleme bereitet, hauptsächlich hier vorne in der Gearbox, also in der Schaltzentrale von unserem Motorrad. Da musste man echt raten, wo die Stangen reinkommen und so weiter. Okay, also Anleitung ist nichts. Teilequalität, die ist gut. Da lässt sich überhaupt nichts sagen. Ich weiß nicht, welche Steine K-Box hier benutzt hat. Sie sind aber gut. Die Haltekraft ist super. Es ist eine Achskombination, Connector-Achse, wo es ein bisschen lockerer ist. Der Rest ist wirklich gut, auf gutem Niveau. Man kann nichts sagen. Die goldenen Teile haben eine super Qualität, die groben Teile haben eine super Qualität. Zu dem Special komme ich gleich noch. Also von daher top. Auch hier die Federn, die funktionieren. Von daher, das Motorrad selber funktioniert eingeschränkt, da komme ich aber gleich dazu. Okay, also Anleitung, Teilequalität, top. Kann man echt nicht sagen. Ich hatte keinerlei Fehlteile, alles in Ordnung. Ich glaube, zwei Teile habe ich nicht verbaut. Sollte aber kein Problem machen. Wir haben hier hinten auch nochmal Federung, nur die kommt nicht wirklich zum Tragen. Ihr seht, das Ding hockt eh voll auf. Okay, Aufbau. Bauabschnitt 1 und 2 sind in einer großen Tüte und dann gibt es noch 3 und 4. Aufbauzeit ungefähr 3,5-4 Stunden für die 2100 Teile. Ihr braucht für den ersten Bauabschnitt für die Getriebebox und die supergeil gemachten Zylinder, da braucht er mit am meisten Zeit. Der Rest hinterher geht dann ganz gut, wenn man in der Bauanleitung durchblickt, wo man es hinstecken soll. Okay. Ich glaube, das ist das zweite Motorrad auf dem Kanal von K-Box. Das erste hat der Gregor gebaut. Das Cyberpunk-Motorrad, supergeil. Das hat mir richtig gut gefallen. Das hier ist Geschmackssache. Ich bin kein Harley-Fan, ich bin kein Chopper-Fan, ich bin kein Custom-Bikes-Fan. Ich finde diese Position, also gerade die Custom-Bike-Typen,
Harley und Goldwing geht ja noch, alles okay. Aber die Custom-Bike-Typen, die sind doch, oder? Das ist nix Motorradfahren. Und dann sind die Dinger einfach nur eins, laut, um allen anderen auf den Sack zu gehen. Naja, okay. Also wie gesagt, meins sind Chopper und so weiter nicht. Bestellt haben wollte ich es trotzdem, weil ich finde, es hat was und ich wollte einfach die goldenen und die Chromteile sehen. Und die sind wirklich fantastisch. Also allein schon dafür, wenn man Federgabel hier braucht und Auspuffrohre und hier hinten so ein bisschen und die Zylinderblöcke. Wenn man sich also ein anderes Motorrad eventuell hier draus bauen will, sind das super, super Teile von der Farbe her. Wenn man denn auf Gold steht. Ich tue es nicht. Was soll's. Okay. Ja, der Aufbau ist okay. So, gehen wir mal dazu. Wir können rudimentär ein kleines bisschen lenken. Das brauchen wir bei einem Motorrad nicht. Standardgemäß geht es über Gewichtsverschiebung, über Neigen in die Seite. Und da haben wir das Problem. Das Ding hat zwei Probleme. A, es geht nicht in die Seite, weil alles aufliegt. Also die liegen echt auf hier, die Auspuffrohre. Die Dinger hier hinten liegen eigentlich auf. Deswegen gibt es auch keine Federung an dem Ganzen. Das Ding steht einfach so da. Massiv groß, ob es 1 zu 5 ist. Wir schauen mal. Ich habe die Längen von so einer Harley natürlich überhaupt nicht im Kopf. Aber wir kommen auf stolze 56 cm. 56 cm mal 5. Ne, sind wir bei 2,80 m. Das könnte schon ungefähr hinkommen. Wir haben eine Höhe am Lenker von 21 cm und eine Breite an den Satteltaschen hier hinten. Satteltaschen, ihr wisst, was ich meine. Ach, fast 18 cm. Also es ist schon ein Klopper. Die 1 zu 5 könnten auch schon ungefähr hinkommen. Meter hoch hier am Lenker. Ja, wenn ich von der Sitzposition ausgehe, passt das. Okay. Allerdings, das Ding ist ein reines Displayset. Ihr stellt es so hin und das war's. Bewegt vielleicht die Lenkung, aber wie gesagt, ihr habt kaum Federung drin. Klar, ihr federt hier vorne ein bisschen ein und das aber auch nicht wirklich durch den Winkel, weil das hier steht auch auf. Das komplette Ding steht auf. Deswegen meine ich, das ist ein komplettes Displayset. Das Getriebe, was wir drin haben, würde theoretisch sogar funktionieren. Während im Aufbau habe ich gesagt, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Es funktioniert, aber wenn ich unten reingucke und drehe, ich komme in 1, 2, 3 und in 4 Gänge und in die Neutralstellung. Habe ich da unten irgendwas vergessen? Da habe ich doch tatsächlich einen Connector vergessen. Naja. Wird nicht schlimm sein. Okay, es sind zwei Ketten in dem Set. Ihr habt es im Aufbauteil gesehen. Die eine ist hier vorne Motor und die andere geht dann von der Getriebebox hinten auf die Schwinge. Erstens, die Kette anzubringen, ist die Hölle. Also, lieber K-Box-Designer, du hast es schön gemacht, wenn man auf sowas steht. Absolut. Absolut in Ehren. Und du hast dir auch Mühe gegeben mit der Schaltung da drin. Nur, wenn ich erst alles verbaue und muss dann nachträglich eine Kette rumlegen, das ist ziemlich schlecht. Das ist ziemlich mies sogar. Das ist sogar saumies, weil es ist echt schwer. Ich habe dann Teile zurückgebaut und gefrummelt und gemacht und es hat mich einfach so viel unnötig Zeit gekostet. Und B ist auf dem Zahnrad hier vorne, nicht auf dem großen hinten, auf dem vorderen Zahnrad nach dem Getriebe, ist so viel Friktion drauf, dass ich das Rad leicht bewegt und dann aber blockiert. Wenn ich dann mit Gewalt schieben würde, reißt die Kette. Also es ist, wollen wir es mal so sagen, es ist für den Hintern, aber es ist ein schönes Displayset. Okay, jetzt zeige ich es euch nochmal. Ihr habt zwar die Bilder gesehen, aber ich halte es euch nochmal rein. Für den geneigten Fan. Wie immer gilt, das Ding ist zu verkaufen. Wer es haben will, bitte bei mir melden. Kriegt es zugeschickt oder kann sich es abholen. Die Aufkleber habe ich nicht angebracht. Also als Standmodell ist es richtig cool, finde ich, wenn man auf so Chopper steht. Das hätte man auch schöner machen können. Hier zum Beispiel, warum nimmt man hier Brickbuild und hier oben Technik? Aber okay, Aufkleberbogen für denjenigen, der ihn doch gerne bestickern würde. Da haben wir auch nochmal die Modellnummer 10514. Fast Road Race Motorcycles. Immerhin, wir haben ein paar Totenköpfe. Standardgemäß haben wir ein paar Totenköpfe. Ja, so schlecht sieht sie nicht aus, bestickert. Problem ist,
Hier passt das Rot zum Beispiel auf dem Auf, hier auf der Anleitung passt das Rot überhaupt nicht. In echt passt es dann schon besser, ist aber auch noch ein Tick zu dunkel. Okay, so, jetzt habe ich euch gesagt, hat das ganze Set hier noch einen besonderen Clou. Wir haben alle Teile, die Gold sind, nochmal in Roségold. Ja, würde ich sagen. Sogar vorne die Felge und die beiden Dämpfer. Das ist der Hammer, weil das sind, glaube ich, zwei nicht billige Teile, auch die Bremsscheibe. Ich glaube, das sind nicht billige Teile. Und dass sie die nochmal doppelt dazulegen, finde ich genial. Also, von daher finde ich das Set absolut super zum Ausschlachten. Man kriegt es in Gold, man kriegt es in Roségold, man kann sich theoretisch zwei Bikes draus bauen. Ich muss nur eins sagen, ich hätte mir eine andere Farbe als Gold gewünscht. Oder? Schon, ne? Eben. Absolut. Wenn man das Gold schon austauschen kann, dann wäre es geil gewesen gegen matt-schwarz. Schwarzes Aluminium, Aluminium, Chrom, aber nicht Gold und Roségold. Aber okay, das ist my opinion. Aber generell super, oder? Und das sind die teuersten Teile an dem Set gewesen, mit Sicherheit. Also ich finde die 2000 Euro für knapp, die 2000 Euro, die 2100 Teile für knapp 60 Euro und dann kriegt man das nochmal doppelt dazu. Ein absolut geiler Deal. Ich meine, dass das Ding nicht gescheit funktioniert und dass es komplett aufsitzt und dass es nur ein Displayset ist, das hätte man sich eigentlich auch, ich habe es mir vorher schon gedacht. Ja. Meine Erwartungen daran, dass das Ding fährt, waren 0,0 und sie wurden bestätigt. Insofern alles okay. Okay, das soll es gewesen sein. Als nächstes kommt wieder ein schönes kleines Set von unserer Lieblingsfirma, dem Spaßloch, Funhole. Und ein schönes Tempel Indiana Jones Set. Obergenial. Mit ihr bestes Set bis jetzt. Wobei ich sagen muss, für die zwei Firmen vom letzten Jahr. Funhole und Pantasi. Die beiden Firmen haben mir letztes Jahr und Anfang jetzt mit am besten gefallen, weil sie einfach außergewöhnliche Sets von sehr, sehr guter Qualität machen. Okay. Das war die Harley Davidson. Die Stand Davidson von K-Box. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Euer Frank. Bis bald. Bye, bye.